Ein Gewittersturm zog auf. So sah es jedenfalls kurz vor Beginn der Marienandacht in der Oase Steinerskirchen aus. Aber es blieb trocken. Und so konnten die Gläubigen auf dem Rasen vor der Wallfahrtskirche St. Michael und Maria Verkündigung zusammen mit Bischof Bertram Meyer ungestört feiern. Ein Geburtstagsfest, so nannte es der Bischof. Denn die Aufnahme Mariens in den Himmel sei nichts anderes als ihr Geburtstag für das ewige Leben. In seiner Predigt gratulierte er der jungen jüdischen Frau Miriam zu ihren offenen Ohren. Sie habe Gott zugehört, sei ganz Ohr für ihn gewesen. Bischof Meyer betonte, wie wichtig es auch für uns sei, einander zuzuhören. Neben Maria vergaß er aber auch ihren Verlobten Josef nicht, den Mann, der es verstanden habe, das Nötige zu tun, weil er wusste, dass Maria und das Kind ihn brauchten. Bischof Meyer war an Maria Himmelfahrt im ganzen Bistum unterwegs, denn ich denke, dass unsere Diözese Augsburg ein Marienbistum ist. Wir haben als Zentrum einen Mariendom, Marieheimsuchung. Wir haben ganz, ganz viele Marienkirchen. Ich denke zum Beispiel an das Marienmünster in Diesen am Ammersee, aber sehr viele Marienpatrozinien. Und ich denke mir, Augsburg ist Marienland. Und ein Bischof tut gut daran, dieses ganze Marienland zu bereisen, nicht irgendwo einen Marienwallfahrts- oder eine Marienkirche zu bevorzugen, sondern bei den verschiedenen Gnadenorten, Patrozinien, Bildern, Figuren Station zu machen. Nach der Predigt des Bischofs wurde das Licht durch die Reihen der Gläubigen weitergegeben. Kleine Flammen, die nach und nach zu einem Lichtermeer anwuchsen. Und mit diesem Licht gingen die Menschen singend und betend den schönen Weg um die Oase Steinerskirchen herum. Momente für die Seele und für den gemeinsamen Glauben. Beschreiben lässt sich diese Stimmung mit Worten nicht. Es sind Eindrücke, die jeder für sich ins Herz lassen muss. Die Lichterprozession endete dort, wo sie begonnen hatte, auf dem Platz vor der Wallfahrtskirche, im Gebet und mit Gesang. Heute war ich ganz tief bewegt. Erstens mal, weil so viele Menschen da waren und dann auch gegen Ende, als das Allerheiligste ausgesetzt worden ist, wie mucksmäuschenstill das Ganze war. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das Volk Gottes unterwegs ist, dass auch viele wieder den Glauben nach außen zeigen wollen und nicht nur im stillen Kämmerlein bleiben wollen. Also ich freue mich riesig über den heutigen Abend. Alle ziehen an diesem gemeinsamen Strick und stellen was Großes auf die Beine. Und es hat dann im Letzten so eine religiöse Tiefe. Also heute Abend war ich sehr beeindruckt, diese kurze Zeit der Anbetung, mucksmäuschenstill, wo man so das Gefühl hatte, ja, wir beten jetzt gemeinsam, sind still und die vielen Gedanken tun sich irgendwie zusammen zu etwas Besonderem. Das ist dann für mich auch was Besonderes. Also ich genieße das und ich zanke da auch nochmal so religiöse Power. Auch die Gläubigen zeigten sich zufrieden und dankbar für den Abend in der Oase Steinerskirchen. Die meisten von ihnen sind seit Jahren mit dem Ort vertraut. Ich war schon öfter hier, ja, als Kind schon. Und es ist halt immer wieder schön und ja, einfach die Stimmung, die Atmosphäre. Hat gefallen. Wegen Herrn Bischof Bertram bin ich gekommen. Ich wollte die Atmosphäre mal wieder sehen. Zweite Mal bin ich da, es hat mir sehr gut gefallen, ja. Einfach ergreifender. Gebete gehören zu Maria Himmelfahrt und zur Oase Steinerskirchen mit ihrem sehr musikalischen Pater Norbert Becker gehört auch immer viel Musik. Neben den alten und vertrauten Marienliedern gab es daher auch neue geistliche Lieder, die viel zur wunderbaren Stimmung dieser Geburtstagsfeier für Maria beitrugen.